natürlich auch komisch, übers Internet Leute kennenzulernen. Aber auch wenn bei uns jetzt nicht direkt der Blitz eingeschlagen ist, ohne das Internet würden wir bei dir jetzt hier nicht zum ersten Mal sitzen, oder? Ja, ja. Ich meine, im Internet wird ja gelogen, was das Zeug hält. Ich hoffe, du bist nicht auch so einer. Nee, ich nicht, aber du ganz offensichtlich. Was soll das denn heißen? Was das heißen soll? Na, ist doch komisch, dass du auf deinem Internetfoto solche Hupen hast und jetzt auf einmal so hier vor mir sitzt. Und dabei habe ich ganz ehrlich gesagt, dass ich auf dicke Titten stehe. Ich habe ja auch dicke Titten, aber also es sind halt Pinocchio-Titten. Pinocchio-Titten? Was soll das denn bitte schön sein? Naja, die werden größer, wenn ich lüge. Aber da ich dir ehrlich gesagt habe, dass der erste Eindruck von dir mich jetzt nicht umhaut, sind die halt noch sehr klein. Du hast einen Knall. Ich glaube dir kein Wort. Okay, ich finde dich sehr attraktiv. Du hast eine erotische Ausstrahlung. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zu schlafen. Das ist ja geil. Aber gelogen. Hat drauf geschissen bei den Titten. Lüg weiter. Geld ist mir nicht wichtig. Hauptsache, der Mann hat Humor. Potenzprobleme sind menschlich. Lüg weiter. Lüg mir direkt ins Gesicht. Elke ist echt eine Nette. Könntest du dich wirklich ein bisschen mehr zusammenreißen nächstes Mal? Entschuldigung, wer hat denn angefangen, über Eileitererkrankung zu reden?